Sag, du bist am Ursprung von dem Sing Obertor in der Ochelstupf und Pfaffenhofen. Wie bist du dazu gekommen, für das zu organisieren? Vor allem Lust für Singen hier. Das ist eben so wunderbar, dass man die Leute sieht, hier singen. Singen die Leute eigentlich noch? Ganz wenig. Ich finde mal, sie singen den Song Chor, im Songchor, aber nicht mehr im privaten Kreis. Das habe ich festgestellt. Und da können sie wieder singen? Ja, man muss probieren für einmal wieder Leute, dass wir das Repertoire wieder ins Leben bringen. Das, wie wir es gehört haben von den Älteren, wie sie gesungen haben und wie man nicht mehr vergessen hat. Elsassisches Repertoire? Ja, das Repertoire vom Elsass. Das heisst, es ist das Französische. Weil wir sind Französisch und gewann und wieder wurde und voilà, und das deutsche Repertoire und auch das elsässische Repertoire. Armand, du bist Chorleiter in Ohlungen. Kennst du das Repertoire, wie du hier zuvor kommt? Ja, das kann ich schon ziemlich. Das ist so ein altes Repertoire, wir haben es viel gesungen. Haben. Wir haben es gesungen in einem Kollegen, im First Ball, als der Schad noch Trainer ist gewonnen in Ohlungen. Nicht? Und singen spürst wir das du, jetzt wieder. Spürst du eine Begeisterung von den Leuten, die hier am Tisch sitzen, wie wieder singen? Ah, jo, das spürt man das jo. Ich finde jetzt richtig, die Leute machen richtig mit und sind ganz interessiert an den alten Lehrern. Gibt es das in anderen Gegenden, dass man noch so singt? Ja, aber das ist, ich glaube, hauptsächlich in der Korsika, im Pays Basque, in der Bretagne, vielleicht weniger, weil du mehr Musik wie das Hauptrolle spielt. Aber ich glaube, in der Korsika. Du hast zweimal beim Sommerlied Korsika zu spielen gekriegt. Du hast erfahren, die Lied ja, von Ivo. Man will jetzt Konkurrenz machen, man will jetzt unbedingt mit den Liedern auf Korsika. Also, das ist der Anfang vom elsässischen Imovrini.